Moin, moin, liebe Gartenfreunde. 1000 Abonnenten sind geschafft. Ende des Jahres, das war ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk für mich. Ich freue mich immer noch wie ein Schneekönig, dass so viele Leute sich meine Videos angucken. Ich mache das jetzt ja schon seit 2 Jahren. Ja, Januar vor 2 Jahren habe ich angefangen und habe jetzt die 1000 Abonnenten erreicht. Damals hätte ich mir das nicht gedacht, dass das überhaupt jemand sich so anguckt. Aber ja, anscheinend mache ich ja doch was richtig. Vielen Dank für euch, für eure Abos und auch noch mehr. Wer weiß. Heute soll es um ein Gewinnspiel gehen. Vorab möchte ich aber aus eigener Sache etwas erzählen. Und zwar bei YouTube ist die Möglichkeit, wenn man die 1000 Abonnenten hat, Werbung zu schalten. Und ich war hin und wieder, soll ich die Werbung machen, soll ich die Werbung nicht machen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich die Werbung mache. Also müsst ihr euch zukünftig immer schön die Werbung bei mir angucken. Nicht mal gleich wegklicken, durchgucken. Denn ich stecke das Geld nicht in die eigene Tasche, sondern ich sammle das Geld. Ich kriege ja eine Auflistung auf YouTube, wie viel Geld man da verdient. Ich sammle das Geld und wenn dann 50 Euro zusammen sind, möchte ich diese 50 Euro dann spenden an eine gemeinnützige Aktion irgendwo. Entweder hilfsbedürftige Kinder oder kranke Menschen, krebskranke Menschen oder Vereine, die jetzt in der Corona-Zeit leiden. Und das möchte ich halt eben peu à peu immer wieder machen. Also jedes Mal, wenn ich 50 Euro an Werbekosten oder Werbeeinnahmen habe und die auf meinem Konto gelandet sind, dann möchte ich die gerne spenden. Das hatte ich mit meiner Frau mir so überlegt, weil ich auf dieses Geld von YouTube, das war nie mein Ziel, Geld zu verdienen, aber ich dachte mir, das wäre vielleicht mal eine sinnige Sache, das zu machen. Mal gucken, wann die ersten 50 Euro da sind, wie lange das dauert, weiß ich noch nicht. Das an eigener Sache. Also, zukünftig müsst ihr meine Werbung gucken, dann kann ich was Schönes spenden. Na, müsst ihr nicht. Aber, ne? Das in eigener Sache. Ja, zum Gewinnspiel. Vorab so ein bisschen Quacksalber noch dazu. Und zwar, ihr müsst in Deutschland sein. Hintergrund, da sind ein paar große Pakete dabei. Naja, Versandkosten und sowas möchte ich nicht unnötig in die Höhe schießen. Und deswegen leider nur in Deutschland. Sorry dafür, aber geht halt eben nicht anders. Also Deutschland ist erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung ist, ihr müsst in den Kommentaren wie beschreibe ich das? Am besten, ich verlinke euch mal da oben das Video von Tetrapack basteln. Ich habe mit den Kindern oder mit meiner Tochter Tetrapack Vogelhäuser gebastelt. War eine schöne Beschäftigung. Sie hatte ein bisschen Langeweile. Ich habe die Kamera mit aufgestellt. Wir haben ein bisschen was gebastelt. Und das kam super an, die hängen immer noch im Garten, die halten immer noch. Und sowas stelle ich mir vor. Also nicht Tetrapack, aber eine kreative Idee, die ihr mir unten verlinkt. Also sei es, ihr kopiert irgendein Video da rein, also ein Link. Oder ihr macht mir ein Keksrezept, sag ich mal. Oder ich weiß nicht. Irgendeine kreative Idee, die man jetzt in der Corona-Zeit machen kann, wenn Kinder sich langweilen, aber auch Erwachsene. Ne? Also es geht ja nicht nur immer um Kinder, die Langeweile haben, auch Erwachsene haben vielleicht Langeweile, wissen nicht, was sie machen können, sie können nicht auf Party gehen, sie können nicht in Urlaub fliegen, sitzen vielleicht zu Hause rum, wissen nicht, was sie machen sollen. Schreibt mal ein paar kreative Ideen auf, das ist die zweite Voraussetzung. Also Deutschland, kreative Ideen in die Kommentare. Und dann, die dritte, ist der Hashtag für die einzelnen Artikel. Die Hashtags findet ihr in meiner Videobeschreibung. Das ist hier unten. Also, da unten. Da habe ich alle Hashtags aufgelistet. Wir gehen gleich Stück für Stück alle Artikel durch. Und dann schreibt ihr einfach nur den Hashtag dahinter. Und, ja, schauen wir mal. Los geht's. Fangen wir mit der Firma Floragard an. Floragard hat mich unterstützt, mich gesponsert. Nein, nicht mit einem Plastikeimer.
mit richtig was Coolen, ein tolles Kinderprojekt. Ich habe 2 Stück davon gekriegt. Kommt irgendwann mal ein schönes Video darüber. Meine Kinder sind total heiß darauf. Und zwar ist das ein, ja, Pflanzgefäß für Kartoffel. Kartoffel, Erde, es wächst und irgendwann kannst du an der Seite deine Kartoffeln ernten. Richtig cool. Ich wusste nicht, also ich habe das mal gesehen, dass man sich sowas basteln kann, aber dass es sowas auch zu kaufen gibt. Cool, probiere ich selber aus. Für euch ist ein so einer Hashtag Kartoffel in die Kommentare. Und dann könnt ihr so ein Pflanzgefäß für Kartoffeln gewinnen. Der nächste, Floragard, hat auch Erde. Und zwar Tomatenerde. Also Tomaten- und Gemüseerde. Aber hier richtig cool, man schneidet oben ringsherum das weg, Tomatensaat rein und dann kannst du das richtig schön auf die Terrasse hinstellen. Brauchst ja nichts weiter und dann wächst deine Tomatenpflanze oder auch was anderes. Richtig toll. Hashtag Tomate. Ich packe ein bisschen Saatgut dazu, dann könnt ihr auch gleich damit loslegen. 2-mal. Und nochmal Floragard. Floragard hat die Anzuchterde. Anzuchterde aromatisch. Ja, Baumärkte. Baumärkte haben alle dicht. Wo kriegt ihr eure Anzuchterde her? Beim Gartenpapa. Aromatisch. Hashtag aromatisch Anzuchterde. Packe ich auch Saatgut dazu. Könnt ihr gleich loslegen. Dann Bienenweide. Habe ich mehrere von. 5 an der Zahl. Bienenweide. Hashtag Bienenweide. Wer einen schönen Garten hat. Fünfmal. Und wer keinen großen Garten hat, Balkonblumensamenmix für Bienen. Also für die Terrassenfreunde. Terrassen nicht, Balkon. Auch 5-mal. Balkonblumen. Hashtag Balkonblumen. Und auch da gibt es Anzuchterde von Combo. Auch an dieser Stelle, Combo, danke fürs Sponsoren. Hier habe ich 4-mal, gibt es auch Saatgut von mir dazu, damit ihr gleich mit der Anzuchterde loslegen könnt. Hashtag, was haben wir denn da? Aromatisch haben wir den einen. Dann machen wir hier Combo. Hashtag Combo. Blende ich aber alles ein. Und in der Videobeschreibung unten steht es ja auch. Und jetzt, oh, das Riesending, ein Insektenhotel von Neuendorf. Ich habe auf Instagram das schon gepostet und da, ja, waren die meisten, oh, habe ich auch, ist total geil, ist richtig toll. Kann ich noch nicht zu sagen, ich habe so eins noch nicht. Also meine Kinder wollten es eigentlich behalten, aber ich habe gesagt, nein, das ist für euch. Hashtag Insektenhotel von Neuendorf, ein richtig cooles Teil. 1-mal Insektenhotel. Und natürlich hier auch ein Bienengarten, eine Samenmischung von Neuendorf. Hashtag Bienengarten. Und den gibt es 1-mal noch. On top.
Ja, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 21 Gewinne. Das ist doch mal eine stolze Zahl. Die Hashtags stehen unten in der Videobeschreibung. Wie ihr gewinnen könnt, habe ich euch schon erzählt. Viel Spaß, macht mit. Das Gewinnspiel, ich denke mal am, ich glaube, das ist ein Samstag, der 13. Februar, also das zweite Wochenende im Februar, kommt die Auslosung. Wie auch bei dem Adventstürchen werden meine Kinder wieder auslosen, 21 Mal, Hosta die Waldfee. Da werden die ihren Spaß haben. Da kommt das Video online und ich sag mal bis zum 10. Februar, ein bisschen, ich muss ja auch noch drehen, schneiden, online stellen. Bis zum 10. Februar ist Mitmachschluss und bis zum 10. könnt ihr alles versuchen zu gewinnen, wie auch immer. Ich drücke euch die Daumen, ich sage vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.